Hallo, Aguila. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Schauen wir mal. Pistolen, Panzerklacker, Panzerklacker, vor allen Dingen Klackerklacker. Nein, er war es nicht. Wer war es denn von den Herrschaften? Übrigens, ich, ganz kurz mal eben eine Schweppes. Lecker. So. Schweppes immer gut. Dafür habe ich noch nie Werbung gemacht. Kasching. Okay, jetzt, wen haben wir hier? Der Downs. Du hast doch bestimmt schon einige Kristalle gesammelt, hm? Ich habe mir ein paar organisiert. Das ist sehr gut. Mir hat man nämlich alles weggenommen, weil irgendjemand die Magier bestohlen hat. Du kannst mir doch sicher mit ein paar Kristallen aushelfen, ne? Sechs Kristalle geben. Hier hast du ein paar Kristalle. Ich wusste, dass wir uns verstehen. Eigentlich überhaupt nicht. Geh weg. Alter, der Penner. Den müsste ich eigentlich direkt ins Gemächt boxen. Kannst du mir was beibringen? Wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. Trinker lernen. Härte 40. Geht natürlich sehr. Eigentlich lohnt sich das auch, aber ich will die Geschwindigkeit lernen auf jeden Fall. War hier noch irgendwas? Ach, rohes Fleisch. Aber ich weiß nicht genau, wenn ich das nehme, ich will das hier nicht klauen. Wir haben hier Nahrung, haben wir, ja. Da muss ich nicht das Risiko eingehen. Da war noch Fusel. So, da geht's wieder runter zu dem komischen Ding. Wo ist denn der Typ, bei dem wir was lernen konnten? Verdammte Axt. Mal gucken, die beklauten Magier sind jetzt vielleicht freundlicher. Ilva. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus lernen. Aha, aha. Die Welt der Toten und Geister ist dir oft näher, als in den Anschein steigert die Astralsicht um 10 pro Stufe. Die Astralsicht, die wir nie benutzen. Wo ist denn... Halt, ich quatsche den mal ganz kurz an, weil wir den so geklaut haben. Ich muss noch einige Dinge berechnen. Den Reaktor zu starten hat höchste Priorität. Natürlich, das kriege ich hin. Okay. Ach, der eigengebildete Lumbrock. Was deine Delikatessen angeht. Naja, machen wir später. Den Wein haben wir ja. Den Rest kriegen wir schon irgendwo zusammengeklöppelt. Ich will unbedingt Scheiße, bei wem war denn das? Verdammt, das sind so viele Charaktere. Das kann man sich gar nicht merken. Maurizio. Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach. Magie sicher lernen, aha. Feuer oder Eis, Pest oder Fluch, dir ist das egal, es gibt nichts, mit dem du es nicht aufnehmen kannst. Steigert dein magisches Talent um 10 pro Stufe. Das ist super, bringt uns momentan aber nichts. Wells? Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Eigentlich alles. Affentrainer, Medikus. Medikus ist eigentlich auch super, Härte 30. Kadett? Kadett. Medikus sollten wir eigentlich auch lernen, aber ich will erstmal diese Geschwindigkeit, verdammt. Hallo Gordon. Bring mir etwas bei. Ach, leck mich doch. Das Schmieden ist eigentlich auch eine gute Sache, aber... Schusswaffen. Naja, Schusswaffen brauche ich nicht. Was ist denn der mit der Geschwindigkeit? Kann ich hier vielleicht Attributfähigkeiten? Nahkampf. Okay, wir haben... das sind alle unsere Nahkampffähigkeiten. Ich habe schon ein bisschen was gelernt, dachte ich. Kann ich gar nichts? Härte. Magie. Jagd. Ich dachte, wir haben schon ein bisschen Schwertkampf gelernt und so. Das sieht hier alles so leer aus, dass ich weinen möchte. Attribute. Wir könnten theoretisch 14.000, wir können ja lernen, Nahkampf lernen wieder. Und Härte, aber erstmal Fingerfertigkeit, haben wir auf 40. Okay, Einfluss können wir nochmal auf 40 bringen eigentlich, dann können wir auch Äffchentrainer lernen. Und dann können wir trotzdem noch den Nahkampf steigern und die Härte. Wobei, ich weiß jetzt noch nicht genau, ich lasse das erstmal. Momentan kommen wir ganz gut klar, ich lasse das erstmal, weil vielleicht brauchen wir noch Magie, ich weiß es nicht. So, ja, das übernehmen wir mal. 40 nehme ich fürs Äffchen, weil das Äffchen will ich auf jeden Fall noch lernen. Und ich frage mich, wo ist denn der junge Mann? Wieso gehe ich jetzt hier hinten lang? Keine Ahnung. Einfach nur, weil es geht.
wollte ich mal schauen, was es hier hinten gibt. Und offenbar... Rohstahl. Auch schön. Stanleys Truhe. Verschlossen. Ah. Können wir dem Stanley seinen Schlüssel abknüpfen? Ein wenig mehr Konzentration, bitte. So, dem können wir nicht seinen Schlüssel... Nee. Ich frage mich, wie wir an seinen Schlüssel rankommen. Oder haben wir den schon? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ja, habe ich mir fast gedacht. Hua, Alter, ich dachte schon, der segelt da jetzt runter. Okay, da kommen wir jetzt auch runter. Und da hinten noch irgendwo hoch. Hä? Ach, sieh mal eine an. Ich dachte, wir haben die ganze Insel jetzt schon. Der Bones hat sich richtig in die Schlacht geworfen. Alter, wie krass das aussieht mit dem toten Baum hier. Ach, da kann man von hier aus sogar den Hafen beobachten. Liegt da was? Ich speichere mal hier oben. Sieht aus, als würde da was liegen, neben diesem Knubbel. Spruchrolle. Pfeife. Schwerer Goldsack. Na holla, Fernrohr. Offenbar hat es hier jemanden zerlegt beim Runterklettern, was eigentlich eine Warnung sein sollte. Und da ist das Ding... Ah, okay. Wir wissen zumindest, wo wir jetzt ganz schnell wieder zum Hafen kommen. Autsch. Der fliegt hier einmal durch die Pampa, das gibt's ja gar nicht. Okay, da kommen wir ganz schnell zum Hafen. Beim Hafen ist ja noch die Truhe oben drauf, die wir auch noch nicht geöffnet haben. Da müssten wir vielleicht auch nochmal reinschauen. Den Goldklee nehmen wir mit. Ich mag das, die Sachen gründlich zu erkunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vom Leveldesign her auch sehr cool. Weil die Welt kommt einem wirklich riesig vor, auch die Insel. Obwohl das alles doch so komprimiert ist, dass die Magierstadt so direkt am Hafen liegt. Aber eigentlich ist der Weg so lang und dann stellt man fest, aha, zurück kommst du aber da einfach, indem du runterrutscht. Clever, Freunde, clever. Gleich kommt wieder einer dahergelaufen und sagt, nee, was machst du hier in meinem Zimmer? Leider kann man nichts durchsuchen. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Ach so, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre da. Ich bringe das immer durcheinander. Verdammt. Und ich weiß immer noch nicht, wer uns das beibringen kann. Don'ts? Geh weg. Ach ja, er war das. Ja. Und ich müsste eigentlich dem kleinen Racker da unten nochmal, ich speichere nochmal ganz kurz, dem müsste ich nochmal Bescheid sagen, dass der Brunnen, dass er da unten nichts klauen soll. Oh weia. Juhu! Ich weiß nicht, ob wir dem Bescheid sagen können, aber irgendwie hieß es doch, der soll da nichts mitnehmen. Und der andere Kollege wollte doch runterkommen. Hey Lumi! Ach so. Okay, das hat ja nicht so gut geklappt. Ich dachte, wir können noch Bescheid sagen, aber leider können wir da gar nichts machen. Silberzunge 70 haben wir noch nicht. Also geht's erstmal... Naja, das ist natürlich doof, aber egal. Wer konnte uns die Sachen beibringen? Verdammte Axt. Oh. Ich wollte da gerade wie in so einem Arcade-Game hochklettern. Ich weiß auch nicht, warum. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Schnauze! Kannst du mir etwas beibringen? Was? Tränke braun machen, Mann, alles Kacke. Könnt ihr denn nur Kacke? Es war auf jeden Fall einer der Wächter. Und ich weiß, ich wollte mir merken, dass es hier war. Also hier bei den Magiern. Aber ich weiß beileibe überhaupt nicht mehr, wer es war. Du da, warte auf uns! Scheiße. Der war es nicht. Zum Wächter ausbilden wollen wir ja nicht.
Er kann mir bestimmt nichts beibringen. Ach, übrigens. Du kannst dich beruhigen, der Schattenlord ist hinüber. Schattenlord? Das war das Vieh, das unsere Hütte... Zumindest gehe ich davon aus. Mann, du bist ein echter Teufelskerl. Das ist für dich. Ich angel mir einfach ein paar neue, wenn ich wieder bei meiner Hütte bin. Gut, pass auf dich auf. Ich dachte, der will nicht mehr angeln, aber hey, egal. Ach, der geht jetzt... Jetzt geht er wieder zurück. Jetzt geht er wieder zurück zur Hütte, aber dann wohnt er doch da alleine. Hallo, Wächter. Raus hier! Mach so eine Scheiße nicht nochmal! Entschuldige, entschuldige. Ich wollte doch nur gucken. Wächter, Wächter. Können wir hier noch irgendwas bewegen? Eines Tages wird Ali großer Wächter. Jip, jip. Ja, das dachte ich mir schon. Aber es verkauft nur. Ich weiß echt nicht mehr, wer das war. Ja, da der Kollege am Eingang kann uns doch bestimmt nichts beibringen. Der macht ja auch nichts den ganzen Tag. Ich werde mal weiter die Augen aufhalten. Ja, sag ich ja. Unnütz. Hallo, Paula. Zieh gefälligst deine Schuhe aus, wenn du ins Haus gehst. Ja, doch. Entschuldige, es tut mir leid. Ich weiß echt nicht, wer es war. Ich komme mir gerade ein bisschen schäbig vor, weil ich hier so lange rumlaufe. Ich meine, wir schließen zwar ein paar Quests ab und kriegen so ein paar Sachen, aber hm. Wer die Regeln missachtet, wird missachtet. Ja, das strafen wir mit Missachtung. Mach so eine Scheiße nicht nochmal! Wer auch immer da geschrien hat, ich habe keine Ahnung, aber es gibt Fett aufs Maul, wenn das nochmal vorkommt. Hui. Was, wessen Kiste ist das hier eigentlich? Steht da einfach so rum. Der Roderich. Der war es nicht, ne? Den hatten wir schon. Kannst du mir was beibringen? Wenn du das nötige Kleingeld dabei Nein, hast. Nein, das war der Dingens. Der Wirt hier, der hat ja nichts. Scheiße, ich bin echt schon verzweifelt. Muss ich echt zugeben. Ja. Nein, nicht hinsetzen. Bist du doof? Jetzt steh wieder auf. Gabel, Krug, Gabel, Messer, Kochlöffel, Gabel. Nein, nicht Hocker. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten ja, hast. Ja, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Das ist doch okay, oder? So, da kommen wir nicht drauf. Ich dachte, wir kommen vielleicht auf das Dach der Kneipe. Aber im Grunde genommen suchen wir immer noch jemanden, der uns hier was beibringen kann. Und es scheint, als gäbe es hier niemandem. Also natürlich kann man uns hier was beibringen, aber... Scheiße, ich brauche echt mal so einen Guide oder sowas nebenbei, den ich mir hier so an den Rechner lege. Vielleicht mache ich gleich ganz kurz eine Aufnahmepause und gucke nochmal ganz kurz, wer das war. Weil ich will ja nicht wegfahren, ohne dass wir diese Geschwindigkeit gelernt haben. Obwohl wir die wahrscheinlich auch auf allen anderen Inseln kriegen würden. Trotzdem würde ich das ja schon gerne können. Wenn wir auch schon mal hier die Chance haben. Ein Bierchen. Ein bisschen Rohstahl. Ein bisschen Brot. Der Herr Freeman, ich glaube... Ich glaube, ich mache wirklich mal kurz eine Aufnahmepause und dann schaue ich mal ganz kurz, wer uns hier die Sachen beibringen kann. Und dann düsen wir als nächstes direkt mal von der Insel runter nach Takarigua, wo wir schon lange nicht mehr waren seit Risen 2. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis gleich. Tschüss. Und übrigens, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschö. Hallo und willkommen zurück in einer neuen Aufnahme bei Risen 3. Ich habe ja gesagt, ich gucke mal ganz kurz in den Guide und das habe ich auch gemacht. Jetzt erstmal ganz kurz wieder Texturen laden und da läuft das Spiel wieder flüssig. Und ich schäme mich. Ich schäme mich so sehr. Ich probiere mal gerade eben ganz kurz, kommen wir eigentlich da hinten wieder zum Hafen? Denn der Klingentänzer war es, den brauchen wir. Und den gab es nicht bei den Magiern, den gab es tatsächlich bei den Piraten. Ich war mir so sicher, dass es hier wäre. Ich war mir so sicher. Ich war mir doch so sicher.
So sicher war ich mir. Aber das liegt natürlich daran, dass es hier so unendlich viel Content gibt. Es gibt so viele Leute, die mir was beibringen können. Was macht denn der da hinten? Es gibt so viele NPCs, es gibt so viele Lehrer-NPCs, es gibt so viele Skills, die man lernen kann. Und da, naja. Alter, das sieht so geil aus mit dem Baum. Na gut, dafür haben wir diverse Quests abgegeben, haben den Fischer wieder zurück nach Hause geschickt. Ich hätte hier vielleicht mal speichern sollen, denn ich möchte jetzt versuchen, da runter zu segeln. Und ich weiß nicht genau, ob das eine gute Idee ist, so als Abkürzung. Ich schleiche. Einfach mal am Berg runterschleichen. Warum nicht? Dann können wir mal ganz kurz gucken, ob wir an die Truhe kommen. Vielleicht kommen wir da ja auch hoch, so als Abkürzung. Aber brauchen wir gar nicht, wir haben ja... Huch, die Teleportdinger alle schon. Natürlich 50, na klar. Warum auch nicht? Scheiße. Dreckiger Drecksmist. Scheiße, wie kann man hier wieder runter? Ah. Bestimmt dort entlang. Wächst da eine neue Blume? Nee, ich dachte gerade. Hätte ja auch sein können, wir haben einen übersehen, aber naja. So, wie geht's denn eigentlich mit unserem Kollegen hier? Nun mal, den haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Und? Hast du dich im Magierlager umgesehen? So ist es. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Ich für meinen Teil finde, es gibt nichts Besseres, als ein Wächter zu sein. Du solltest dir überlegen, dich uns anzuschließen. In der Tat bin ich da momentan echt am Schangeln. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Eigentlich alles. Silberzunge steigern wäre natürlich toll, aber List 35 Einfluss brauchen wir ein bisschen mehr. Ich finde Silberzunge generell, die Überredungskunst finde ich in Rollenspielen immer sehr toll, um Sachen freizuschalten. Oder Möglichkeiten freizuschalten, die man sonst nicht hätte. Was macht denn Mendoza hier unten am Hafen? Ich dachte, den müssen wir auf dem Geisterschiff rekrutieren. Stattdessen steht er jetzt hier bereitwillig im Hafen. Was ist denn los, alter Mann? Mandy, hm? Hey, du! Was geht's? Du willst doch nicht etwa so weitermachen, oder? Was meinst du? Na, dieses gutmütige Gehabe, diese menschenfreundliche Kacke, die du hier in den Tag legst. Du solltest das lassen. Das kaufe ich dir sowieso nicht ab. Gut, dass ich nicht mehr riechen kann. Ich wette, hier stinkt's nach Fisch. Der Mendoza, so ein Arschloch. Und der war doch eigentlich immer der Menschenfreund, dachte ich. Hab ich mir so gedacht. Jetzt haben wir das Äffchen übrigens. Wir könnten hier nachts theoretisch mal gucken. Sollen wir das mal ausprobieren? Ich weiß nur nicht genau. Wie kann ich denn den Skill benutzen vom Äffchen? Fähigkeit. Diebeskunst? Wo ist denn das? Hä? Wo ist denn das Äffchen jetzt? Oder müssen wir uns da noch extra eins kaufen? Bin mir da gar nicht so sicher. Bestimmt muss man sich noch ein dressiertes Äffchen kaufen oder irgendwie sowas. Und wir haben sowas natürlich nicht. Weißt du was? Ich schwimme jetzt mal einfach rüber. Diese menschenfreundliche Kacke, die du hier abziehst. Feier ich ein bisschen. Muss ich da jetzt echt rüberschwimmen? Ich dachte, ich hätte mit dem Beiboot, aber das Beiboot hängt da noch am Boot rum. Was ist denn das für ein Scheiß? So, hier. Hinten ist zum Glück eine Strickleiter und wir düsen mal ganz kurz wieder. Ich ahne es schon. Ich ahne schon, wer uns da erwartet. Ab nach Kieler nochmal ganz kurz. Wird geladen. Diesmal wahrscheinlich ohne Zwischensequenz. Weil wir waren ja schon auf Kieler. Und, Bones, kommst du mit? Komm mit. Sicher. Matt ist Jesus! Achso, der geht gar nicht übers Wasser. Das ist ein Fake-Jesus. Der geht einfach nur, über die Luft. Das sind die neuen Nike Air. Kasching! Und ich dachte, das wäre ein Jesus. Na sowas. Okay, wir sind nochmal ganz kurz. Ich finde das hier übrigens sehr geil. Ich finde, hier sieht es übrigens auch sehr geil aus. Kasching. Nee, aber ganz ernsthaft. Würde man ja mal sagen dürfen. Das ist der Buddy. Wer war denn hier der Colby? Der müsste ja auch im Piratenlager gewesen sein. Das ist der Boost, das ist der Hawkins. Schnauze. Da war doch was. Nee, das war nur ich. Der Quinn? Das ist er?
Colby? Colby's Around, das war der Harry, genau. Mit Miamiti. Miamiti, Miamori. Colby, da haben wir dich. Ach ja, Tafelsilber. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Danke. Das ist ja nicht so viel. Danke. 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 Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Klingentänzer, ja, das möchte ich. Deine Angriffe prasseln blitzartig auf deinen Gegner nieder. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Das würde ich gerne lernen. So gut bin ich auch nicht. Nahkampf 50, Fingerfertigkeit 50. Nahkampf 50, Fingerfertigkeit 50. Na scheiße. Elende Scheiße, du. Dann brauchen wir die auf 50. Ich dachte auf 40. Scheiße. Aber ich will es. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Ach. Ich möchte schnellere Attacken ausführen können. Schlag einfach schneller zu. Nein, im Ernst. Das Schwierigste ist es, den Schwung nicht zu verlieren. Wenn du dich in einen Schlag legst, dann versuch, den Schwung zu halten. Nutz diesen Schwung, um direkt eine weitere Attacke auszuführen. Also, ich soll tanzen quasi. Ich hoffe, das bringt uns jetzt auch was. Ist, glaube ich, schneller geworden. Ich bin mir nicht sicher. Na, da rödelt er ein bisschen, okay. Dann sollte ich ab sofort nicht mehr die linke Maustaste penetrieren beim Kämpfen, sondern so ein bisschen geordneter zuschlagen. Das Bett lasse ich gerade mal aus, denn ich möchte nicht schon wieder in der Dämonenwelt enden. Die sitzen ja auch noch 1000 Jahre rum. Ich dachte, die beiden starten mal was, aber naja. Okay, das war das. Mehr wollte ich hier gar nicht. Es sei denn, wir haben hier noch... Jetzt steht er da hinten auch rum. Der steht da an jeder Küste offenbar rum. Haben wir denn hier auf Haiti, haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Das war nur auf den anderen Sachen. Der Diamantschärfer, was ist mit dem? Okay, ist nicht hier. Sehr gut.